Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Wir müssen in das Gebäude rein. Was aber leider nicht so einfach ist. Ein bisschen. Ja, okay, gut. Also, es war nichts mit Schleichen. Schleichen war nichts. Ich sehe, dass du von hinten kommst. Hallo, das tut weh. Und er hat das Schwert weggepackt. Geralt. Wirklich. Ja, ich kann auch kontern. Ich mache es nur nicht. Komm schon, komm näher. Hätte es wohl gern. Scheiße, wenn die kontern. Da, ab mit dem Kopf. Ja, ein bisschen blutrünstig heute, aber naja. Kopf meine gut kosten. Viel zu wenig Blut. So. sagen wir speichern noch mal kurz. So. Dann gehen wir rein. Verschlossen. Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Hm. Auf. Ah, wie kann man nochmal rein? Ah ja. Dann benutze einfach diese offensichtliche, nicht offensichtliche Leiter. Na, so geht's auch. Tja, Geralt. Was soll ich dazu sagen? Das Haus ist kaputt. Ein Silberlamm. Das Siegel kenne ich nicht. Anscheinend ewig nicht benutzt worden. Sphärenkonjunktion? Cool. Zerbrochener Spiegel. Keine Aufschlagstelle. Ein Unfall war das wohl nicht. Vielleicht durch Schall zerbrochen. Jemand hat hineingesehen und geschrien. Ach, so unwahrscheinlich. Perlen Novigrads. Pferdepfeife. Hallo? Kilian Albukus kleinerer Schlüssel. Ein Foliant über Dämonen. Dicke Staubschicht.
Der Kern des Bösen besteht darin, Leid zu verursachen. Es existiert in vielen Formen des Leides. Vom einfachen körperlichen Schmerz über Qualen der Psyche bis hin zu tiefen Wunden der Seele. Woher stammt das Böse? Erscheint es von selbst oder breitet sich nur dann aus, wenn die Bedingungen günstig sind? Und schließlich noch die wichtigste aller Fragen. Wie kann das Böse bezwungen werden? Die meisten glauben, das Böse habe es schon immer gegeben, dass sich niemand an die Zeit erinnern kann, als dieses nicht der Fall war. Aber reicht das schon als Beweis? Dies wage ich zu bezweifeln. Da ich ein Gelehrter bin und das Wesen der wirtschaftlichen Arbeit daran besteht, alle Hypothesen anzuzweifeln, bis sie nachhaltig bewiesen worden sind. Das Erscheinen des Bösen ist eng verbunden mit dem Vorhandensein des Guten, sein Gegenteil oder seine Antithese. Das Gute ohne das Böse ist dimensionslos und daher nicht wahrnehmbar. Also ist das Böse ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Das Böse hat viele Gesichter und erscheint in vielerlei Formen. Eine davon besteht aus Fleisch und Blut. Dieses Böse als Mensch inkarniert. Durchreist die Welt, um Tod und Leid zu sehen. Es ist verschlagen und schwierig zu erkennen. Wir bemerken seine Anwesenheit normalerweise nur dann, wenn es schon zu spät ist. Während meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit Mythen und Legenden einer Vielzahl von Kulturen bin ich auf Beschreibungen einer Person gestoßen, die alle eine auffallende Ähnlichkeit besitzen. Damit meine ich nicht das Aussehen oder den Namen dieser Person, sondern seinen Modus operandi. Dieses Böse arbeitet mit Betrügereien, indem es zuerst mit etwas scheinbarem Gutem lockt. Der Preis, den man jedoch für dieses Objekt der Verlockung bezahlen muss, ist enorm und wird dann nicht zurückerstattet. Und das, was versprochen wurde, hat oftmals mit schrecklichen Haken und gefährlichen Fallen zu versehen. Nehmt euch da in Acht vor jenem, der euch mit das Unmögliche verspricht, da derartiges nur durch die Listen des Bösen zu bewerkstelligen ist. Zwischen den Welten. Von allen Wesen, die die äußerlichen Sphären bewohnen, sind die Geister der Elemente den nützlichen Wesen am fremdartigsten. Sie besitzen einen eigenen Willen und sind intelligent, jedoch nicht in der Art der Menschen, da es keine Möglichkeit gibt, sie zu ergründen, was sie antreibt oder welche Absichten sind. Genien. Die mächtigsten der Elementargeister erweisen sich im Umgang mit dem Menschen am schwierigsten. Nur wahre Meister der Magie haben die Kunst in langen Jahren der Studie durch gefährliche Experimente perfektioniert. Doch vermögen selbst die geschicktesten Magier einen Genius nicht zu zähmen, sondern nur ihn zu zwingen, bestimmte Dinge gegen seinen Willen zu tun. Man sagt, dass ein Magier Stammelfort einst einem Dao befahl, einen Berg zu versetzen, in ihm, der ihm die Sicht auf den Turm versperrte. Doch selbst er konnte niemals einen Genius davon überzeugen, ihm als willigen Helfer zu dienen oder ihn mit Ratschlägen zu unterstützen, da die Logik dieser Kreaturen dem Verständnis der Menschen unzugänglich ist. Blutpakte über fremde Sphären. Wer auch immer eine Erscheinung in unserer Welt herbeiruft, geht ein großes Risiko ein. Ob sie nun als Geist im Äther aufflackert oder im Fleisch eines Wirtshauses. Die Erscheinung strebt danach, Freiheit zu erlangen und richtet großen Schaden an, sobald sie dies geschafft hat. Daher müssen Erscheinungen stets innerhalb eines Schutzkreises beschworen werden, da sie derart zu binden vermag, wie keine Fesseln es können. Der Kreis muss vollständig sein und darf keine Unterbrechung aufweisen. Eine Linie muss von sicherer Hand gezeichnet werden, die die Kreide im festen Griff hat. Da schon ein falscher Schritt Hervorrufungen durch Unaufmerksamkeit oder die List der Erscheinungen die Linie verwischen kann, muss der Kreis durch die Barriere aus brennendem Bienenkerzenwachs zusätzlich abgesichert werden. Ein derartiger Schutzkreis dient als Gefängnis, aus dem es für die Erscheinung kein Entkommen gibt. So. Und das fast ohne Fehler. Legacini, du bist heute nicht da. Franco,
Bist du das? Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Shitlock? Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein. Raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Mich schickt niemand. Welcher Dämon? Mich schickt niemand. Du lügst. Ich mag blind sein, aber unreine Mächte spüre ich klarer als jede andere. Was glaubst du, warum die Hexenjäger mich bewachen wie einen Schatz? Ich bin ein Hexer. Ein Mutant? Ja. Wirklich. Bist du hier gefangen? Wieso wird die Tür bewacht? Bist du hier gefangen? Schutzgewahrsam nennt sich das. Schutz? Ich bin nicht mehr Herr über mein Schicksal. Nicht mal Luft holen kann ich ohne Erlaubnis. Was wollen sie von dir? Es mag dir nicht klar sein, aber ich gehöre zu den führenden Okkultismus-Experten. Den Lebenden heißt das. Mein Mentor war der überragende Professor Lionel van... Und jetzt kooperierst du mit den Hexenjägern? Kooperieren? Ha. Als hätte ich eine Wahl. Sie sind unwissend. Aber ihnen ist klar, was ich über Magie und Hexen und Zauberer und so weiter weiß. Dieses Wissen benutzen sie zu barbarischen Zwecken. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Ja. Ich bin zum Reden hier. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everreck von dir? Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür und wollte wissen, wer Gaunter Odim ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen, in vielen Kulturen, unter vielen Namen, aber immer als Ausgeburt des Bösen. Hier heißt er Gaunter Odim, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen, aber ich habe vieles erfahren, dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Was weißt du noch über ihn? Was ist das für ein magischer Kreis auf dem Boden? Was ist das für ein Kreis? Was bedeuten diese Runen? Sie schützen mich. Hier kann das Böse mich nicht erreichen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Er hat mich einmal besucht. Faszinierendes Treffen. Ich war schon blind, aber ihn konnte ich sehen. Er lächelte mir zu. Behauptete, mein Interesse sei ihm eine Ehre. Er wollte sich bedanken und sein ebenbürtiges Interesse an mir bekunden. Er zog diesen Kreis und sagte, darin sei ich sicher. So zeigt er sich erkenntlich, weißt du? Hast du ihn je verlassen? Hättest du ihn reden hören, würdest du ebenso wenig wie ich zweifeln, was dann geschieht. Was weißt du noch über ihn? Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Odim ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn. Oder stirb. Du lebst noch. Leben. In ständiger Angst. Nach dem, was ich über ihn weiß. Olgierd hat einen Pakt mit ihm geschlossen. Und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlussfolgert. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen.
das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Odim treffen sich. Es gibt einen Wunsch. Einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Odim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Wladimir hat Olgierd ihn getötet? Olgierd hat seinen eigenen Bruder getötet? Nein, nein, nein. Schlussfolgern, Hexer. Odims Stil berücksichtigen. Olgierd hat den Blutbrief unterzeichnet und einen Tag darauf war sein Bruder tot. Was weiß alles über Olgierd? Das hat Olgierd dir alles erzählt? Das musste er. Wie hätte ich sonst diagnostizieren sollen? Bei dir klingt es wie eine Krankheit. Es ist schlimmer. Krankheiten lassen sich kurieren. Aber das Böse... Da sind Medikamente viel schwerer zu finden. Olgierd wollte den Pakt brechen. Warum? Warum wollte Olgierd Odim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Nein. Odim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Alle? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen Pakt gelöst und Odim mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Das heißt? Odim liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden. Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Wie werde ich dieses Mal los? Odim hat mir ein Mal verpasst. Werde ich das irgendwie los? Ein Mal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Wenn ich ihn herausfordere und überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Danke für deine Hilfe. Danke. Das hilft mir weiter. Gut. Sehr gut. Nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein. Wie wohltuend. Der arme, gute Professor. Das ist eigentlich sehr nett gewesen, oder? Professor Schüttlocks Tagebuch. Meine Notizen und Beobachten. Professor Schüttlock. Der von Odim erstellte Kreis flößt mir Angst ein. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Ich habe keinen Namen für den Sinn, mit dem ich ihn wahrnehme. Wenn ich mich seinen Grenzen nähern, schießen mir seltsame Schauer über den Rücken. Anbei handelt es sich nicht um Schmerz, sondern etwas, das mir die Haare wie Stacheln
eines Igels zu Berge stehen lässt. Ein Monat ist vergangen und ich befinde mich noch immer innerhalb dieses Runenkreises. Ich werde zunehmend von Albträumen geplagt. Mittlerweile fürchte ich mich schon vor dem Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ich habe geträumt, ich hätte eine Tochter. Seltsam, da ich nie Kinder hatte. Und doch kam eines Tages im Schlaf eins zu mir. Sie war nicht älter als 10 Jahre. Sie nannte mich Papa und liebte mich über alles. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Das Seltsame daran war jedoch, dass ich für sie eine starke väterliche Liebe empfand. Kann man wirklich von jemandem träumen, der nicht existiert? Kann man diesen jemanden lieben? Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Schlaf. Vielleicht hat Odin beschlossen, mir Frieden zu gewähren. Ich habe nicht vor, ihn umzustimmen. Meine Träume über Amelie verschaffen mir große Freude. Meine Tochter ist ein gutes, intelligentes Mädchen. Ich glaube, aus ihr wird mal eine wunderbare Frau werden. Schade, dass sie nur in meinen Träumen existiert. Es ist nicht nur so, dass ich den Schlaf nicht mehr fürchte. Vielmehr kann ich es mittlerweile kaum noch erwarten, welche fantastische Wendung. Wenn alles so bleibt, werde ich bald versuchen, den Kreis zu verlassen. Ich weiß jetzt, warum ich seit Wochen vor diesem Kind geträumt habe, das ich nie hatte. Es war sein Werk. Meine Tochter ist heute Nacht gestorben. Sie bekam eine seltsame Krankheit, die ihren ganzen Körper scheußliche eiternde Pocken entstehen ließ. Sie weinte und bat mich, ihr zu helfen. Doch ich konnte nichts tun. Sie starb in meinen Armen. Ich erwachte schweißgebadet. Ich war am Boden zerstört. Mein Geist war zerrissen. Seit Amelies Tod sind 3 Monate vergangen. Mir blutet immer noch das Herz und dauernd werde ich von schrecklichen Visionen geplagt. Ich bin ein Blinder, der sich wünscht, nie etwas gesehen zu haben, das denn verglichen mit den quälenden Visionen wäre die völlige Blindheit eine Erleichterung. Ich halte es nicht länger aus. Ich bin zutiefst unglücklicher alter Mann geworden. Seit 1 Jahr lebe ich nun innerhalb dieses magischen Kreises. Immer häufiger kommen mir Selbstmordgedanken. Es wäre so einfach. Ich müsste nur aus diesem Kreis heraustreten. Ja, ja. Er tut mir leid. Er wollte ihm nur helfen. Und ist damit reingezogen worden, deshalb. Würde ich sagen, Showdown. Könnte die besten Schwerter noch machen, bevor ich es aufbreche. Ich glaube, die besten Schwerter habe ich jetzt noch nicht. Die überlegenen Schwerter. Gucken. Meisterlich gefertigtes. War es jetzt das Beste oder war es jetzt nicht das Beste? Lass mich kurz gucken. Verbessertes, überlegenes. Ah,
Wir haben schon die besten Schwerter, okay, gut. Das heißt, wir haben alles an. Nochmal Inventar. Bin ich voll? Bin ich nicht voll? Ne, geht eigentlich. Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, steht nichts mehr im Wege. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Showdown ausgeht, also dann lasst mir gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal.